Spaß. Drin geht voll die Hausparty ab. Warum bin ich nicht eingeladen? Naja, eigentlich schon. Ich bin ja das Haus. Da, Gary. Wir haben eine Menge kribbelnder neuer Freunde. Wow, wow. Wuhu, wuhu, wuhu. 3000 Wuhus später. Wuhu, 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 wuhu. Da, 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 da. Yeah, be, be, ba, ba, ba. Um Neptuns Willen, ich hab vollkommen die Zeit vergessen. Ich bin wirklich ungern eine Spaßbremse, aber ich muss unter die Dusche und zur Arbeit. Ernsthaft? Hey, Leute. Harry, ganz ruhig, wir sind doch alle Freunde. Hey, SpongeBob, sind die Toiletten denn? Mann und Söhne! Wann hast du das letzte Mal ein Bad genommen, Minion? Du hast Ungezieferbefall. Ich weiß gar nicht, was Sie meinen, Chef. Wenn auch nur ein Kunde sieht, dass du die Burger mit deinen verwurmten Händen anfasst, macht uns das Gesundheitsamt ganz schnell den Laden dicht. Ich verstehe schon, Mr. Krabs. Entschuldigen Sie mich bitte mal kurz. Krimmel, du hast es doch auch gehört. Tut mir leid, aber du und deine Freunde, ihr müsst jetzt gehen, bitte. Rechte von Hausbesetzern? Kapier ich nicht, was bedeutet das? Sie kommen dir mit dem Gesetz, Minion. Sie sagen, sie würden rechtmäßig in deinem Körper wohnen. Ist nicht schlimm, Mr. Krabs, sie tun mir ja nicht weh. Minion, du musst das verstehen. Ich kann dich hier nicht arbeiten lassen, solange du so herumläufst. Also, das schlägt ihm fast den Boden aus. Herr Tadeo! Zur Stelle. Hasta la vista, ihr Würmer. Hallo? Hilf mir bitte! Ein Monster, das sich wie SpongeBob anhört! Nein, warte bitte nicht! Thaddäus! Ich hatte einen ziemlich harten Tag, Thaddäus! Kuschel mit mir! Kuscheln. Oh nein, das will ich nicht! Geh mir aus den Augen, du Ungeheuer! Das ist von jetzt an mein Leben, hä? Nenn mich einfach SpongeBob-Wurmkopf. Mehr bin ich nicht mehr. Nur noch ein Mietshaus für Würmer. Sagt's denn schon besser? Dankeschön. Da, guck, ich hab noch einen Hasen, um den einen aus seinem Versteck zu locken. Hurra! Danke, mein Freund. Oh, Häuschen. Eins, zwei, drei. So viele Häschen! Ja!
ist eröffnet! Hey! Komm zurück, meine Häschen! Das ist die letzte Karotte. Sellerie. Keine Bewegung, sonst spieß ich dich am Grill. Ich meine, ich grill dich am Spieß. Oh, weia, was passiert denn hier nur? Keine Angst, Thaddäus. Ja, wir helfen dir. Sie werden größer. Hallo, ist denn der Tierfänger? Retten Sie mich! Raus aus meinem Haus! Das treibt sie raus! Das mit deinem Haus tut uns echt leid. Ja, gerade erst gehört. Das ist es, das Tierheim von Bikini Bottom. Dein perfektes Haustier wartet schon. Und denk dran, hör einfach auf dein Herz. Dann hast du das richtige Haustier, sobald du es gesehen hast. Zu groß. Zu verlottert. Zu dämlich. Hi, SpongeBob. Hey, Patrick. Oh, oh, wie wär's mit dem da? Für Seepferde äppelst du mich? Eine Alge auf einem Felsen? Ich will ein Haustier, keinen Haufen Schleim. Es hat keinen Zweck. Hier drin gibt's nichts für mich. Oh nein, Plankton! Weißt du, wundern tut's mich eigentlich nicht. Hey, hallo, mein Kleiner. Ich glaube, wir haben einen Gewinner. Oh, ist der süß. Und wie nennst du ihn? Für mich sieht er aus wie ein Fleckchen. Dieser Name ruft eine aggressive Reaktion hervor. Fleckchen sollst du heißen. Karen, er vermittelt mir keine bedingungslose Liebe. Kann es sein, dass er kaputt ist? Für so etwas musst du ihn erst dressieren. Ich soll ihn dressieren? Tja, ich kann's ja mal versuchen. Also gut, Fleckchen, fangen wir mit was Einfachem an. Blei. So ein braves Tier. Und jetzt sitz. Ausgezeichnet. Und jetzt roll dich herum. Exzellent. Und jetzt schütteln. Wow. Das schüttelst du dir aus dem Pfotengelenk. Du musst wohl noch ein bisschen überschüssige Energie loswerden. Einen doppelten Kra... Was war das denn? Nichts gesehen, kein Interesse. Heiliger Handlungsbruch! Das ist ein Krabbenburger! Es ist ein Wunder! Sieh nur, was er mitgebracht hat, unser Einzeller! Das ist wunderbar! Fleckchen verdient eine Belohnung. Er kann alles haben, was er will, und sei es mein halbes Königreich. Labor meine ich. Ich glaube, er möchte deinen Krabbenburger. Nein! Nein! Du warst ein ganz, ganz böser Einzeller, ein böser Einzeller. Ich fürchte, du musst bestraft werden. Du brauchst eine Auszeit. Deshalb binde ich dich jetzt hier fest, bis du gelernt hast, dich zu benehmen. Sollte in 5 Minuten erledigt sein. Oh, nein, nein, ich muss stark sein. Ich bring's nicht übers Herz. Fleckchen, das tut mir so leid, ich... Fleckchen! Er ist weg. Wo ist er nur hin? Fleckchen, komm zurück. Fleckchen, komm zurück. Oh, ich muss ihn finden. Es hat wohl über Nacht geschlossen. Puh, ist das dunkel hier. Wo ist der Lichtschalter? Aha. Nein, das war er nicht.
Wer sagt's denn? Das war der Richtige. Sag mal, wofür war eigentlich der erste Schalter? Keine Ahnung. Ich glaube, damit macht man die Gitter hoch. Dachte ich's doch. Jetzt laufen die Tiere nämlich alle frei herum. SpongeBob? Wegrennen? Yep. Ich glaube, wir haben sie abgehängt. Du, hör mal, bevor wir in Fetzen gerissen werden. Vielen Dank für deine Hilfe bei der Suche nach Fleckchen. Ach, lass gut sein, ja? Apropos Fleckchen, hattest du immer eine zweite Pupille? Eine zweite was? Fleckchen! Der Thermodynamik sei Dank, du lebst! Du hast dich also die ganze Zeit in meinem Augenwinkel versteckt. Du raffinierter kleiner Einzeller, du! Ja. Ah, schön, dass du ihn gefunden hast. Leider haben die Tiere uns auch gefunden. Adieu, Fleckchen. Ich glaube, unser gemeinsamer Weg ist hier zu Ende. Fleckchen, nein! Wow, Fleckchen, du hast uns gerettet. Ich hab ihn eben gut erzogen. Schneckengeist! Oh, du bist kein Geist. Nur eine kleine, verirrte Schnecke. Ich werde dich Louis nennen. Leuchtturm-Louis. Ja. Sei schön brav, während Onkel SpongeBob aufräumt. Oh Mann. Ui. Ui, Louis, ich fürchte, du musst hier draußen spielen zu deiner eigenen Sicherheit. Was, Louis? Das sollte ich mir vom Leib. Halt! Entschuldige, Louis, aber du musst draußen bleiben. Wow! Kein törichter kleiner Schneckerich kann sich mit meinem hochüberlegenen Schwammhirn messen. Hier hast du dich also versteckt, was? Braves Schnäppchen, lieber Louis. Nein, nein, nein. Wir sind verloren. Meine Backen! Bitte auf keinen Fall die große Kappe! Halt dich von meinem Restaurant fern, du dreckiger Leuchtturm! Muss Leuchtturm aufhalten! Aha, und komm ja nicht wieder. Du bist doch wieder Louis, wo ist Louis? Ach, Louis, du wolltest mich nicht am Aufräumen hindern. Du hast nur deine süßen kleinen Babys beschützt.
Fäuste hoch, Fäuste hoch! Ja, natürlich! Was war ich nur für ein Blindfisch? SpongeBob hat die Geheimformel in Garys Schneckenhaus versteckt. Ist doch völlig klar. Oh, hier ist es irgendwas zwischen gruselig und widerlich. Es stinkt sicher auch, Neptun. Sei Dank habe ich keine Nase. Eieiei! Danny, ich bin zurück. Die Krabbenburger Geheimformel. Unversehrt und da, wo sie sein soll. Gary, hast du das angestellt? Was ist denn los mit dir? Ist was mit deinem Schneckenhaus? Da stimmt doch was nicht. Ich muss mit dir wohl zum Tierarzt. Ja, ich hab ihn abgehängt. Und jetzt hänge ich hier rum. Ja! Au, mein Kopf. Ich bin wohl ins Allerheiligste geraten. Was ist das? Da ist sie ja, genau wie ich dachte. Sie war die ganze Zeit hier drin versteckt, oh Mann. Die Krabbenburger Geheimformel, sie ist wunderschön. Das himmlische Licht. Ich wusste, das würde ich sehen, wenn ich erstmal die Formel habe. Lass mich baden im Glanz dieses Glücks. Das ist ja seltsam. Wer ist das? Hey, das ist Plankton. Und was hat er da? Sieht aus wie eine alte Einkaufsliste. Ich weiß nicht, wieso er da drin ist. Aber von den Gasen in dem Schneckenhaus bekommt das Kerlchen Halluzinationen. Er hätte die Gase gerochen, wenn er eine Nase hätte. Wie die meisten anständigen Leute. Ich hab sie! Ich hab sie! Endlich hab ich die Formel! Jetzt ist sie mein, 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 mein! Mach ne Apfelsaftschorle zurecht, Karen! Daddy bringt fette Beute nach Hause! So wie es aussieht, ist ihr Versteck schon besetzt. Was für ein Glück, dass Gary und Fleckchen mit jedem hier befreundet sind! Lasst uns die Party starten! Anscheinend gibt der Ordnungshüter doch nicht so leicht auf. Hey, das ist meine Musik. Wie heißt es doch so schön? Musik zähmt die wildeste Bestie. Oh yeah, oh yeah. Und manchmal funktioniert es auch bei Knalltüten. So geht das, so geht's, so geht's. Ich muss euch Tiere sofort festnehmen. Das muss echt wehtun. Oh, Mama. Mau. Die Party wurde wohl soeben gesprengt. Wie gut, dass SpongeBobs kleiner Gary Bär immer ein Ass im Gehäuse hat. Geschlossene Türen waren für eine Schnecke wie Gary noch nie ein Problem. Für die meisten Tiere ist das Tierheim gruseliger als eine Wildkatze in einer langen Unterhose. Aber Gary und Fleckchen haben die Mission, ihre Kumpel zu befreien. Marvin, du
könntest jede Schnecke in Bikini Bottom fangen. Aber das Einzige, was du dir je eingefangen hast, ist die Einsamkeit. Und Zwingerhusten. Marvin steht Gary in keiner Weise nahe, aber das ist ihm Schnuppe. Gary kann es nun mal nicht ertragen, dass jemand so niedergeschlagen ist. Ich brauche einen neuen Rotzlapp. Mau, 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 mau. Hey, wie konntet ihr aus den Käfigen rauskommen? Was ist denn hier los? Et voilà. Oh, sie ist wunderschön. Ihr habt mein einsames Leben mit Liebe erfüllt. Ihr seid alle frei und könnt gehen. Ja! Nachdem sie ihre Freunde gerettet haben, können unsere beiden Jungs endlich schlafen gehen. Was für eine fürchterliche Sauerei. Und wer darf das Chaos wieder aufräumen? Nach dieser langen Nacht voller Abenteuer ist Gary müder als ein wilder Mustang nach dem Zureiten. Komm schon, Gary, du Faulpelz. Es ist Zeit, aufzustehen. Naja, noch ein paar Minuten werden nicht schaden. Tja, und das ist das Ende der Geschichte. Das nächste Mal gibt's neue Geschichten aus dem wahren Leben von Bikini Bottom. Ist das ein Müll? Wir müssen da unbedingt reinkommen. Mr. Krabs verlässt sich auf uns. Hey, SpongeBob! Ist das nicht die Matratze da drüben? Hey, Spitze, Patrick, du hast sie gefunden. Was wäre wie wo, zeig her. Gleich da drüben, siehst du? Unter diesem ziemlich riesigen Wachwurm. Oh, das passt ja. Ah, ist es nicht wunderschön hier? Von hier oben kann man einfach alles sehen. Wow. Was macht ihr Schwachmaten da? Hey, Patrick, ich glaube, ich kann da hinten unsere Häuser sehen. Wo? Oh, ich sehe sie nicht. Ja. Ah! Wow. Gleich doch mal. Was habt ihr Idioten da wieder ausgeheckt? Theos, was hast du da drin zu suchen? Du solltest doch Wache halten. Ja, und den Wachwurm hast du auch aufgeweckt. Das stimmt doch gar nicht. Ihr Pappnasen habt den... Oh, geweckt. Wurmköder an Abholer. Abholer, wir sind drin. Ende. Abholer an Wurmköder. Fangt an, nix Ende. Verstanden. Ende. Nein, fangt an, Ende. Verstanden. Ende. Ihr seid doch auf der Rückseite der Müllhalde, richtig? Positiv. Und dort macht ihr jetzt eine Menge Krach, um den Wachwurm von der Matratze wegzulocken, damit ich sie abholen kann. Positiv. Ende. Ach so, deswegen nennt er sich also den Abholer. Und wieso heißen wir Wurmköder? Keine Ahnung. Ach so. Klasse Idee, mein Freund. Und mein perfekter Plan scheint aufzugehen. SpongeBob? Ja, Patrick? Jetzt weiß ich, warum unser Codename Wurmköder ist. Netter Wurm, du guter, freundlicher, lieber Wurm. Oh, SpongeBob, er mag wohl deinen Holzlöffel. Wow, sieht ganz so aus, als ob du recht hast. Vielleicht holt er Löffelchen auf. Okay, siehst du das Stöckchen? Na los, Puls. Die Luft ist rein. Tadde, du bist ein Genie. Aua, ja, was erhebe. Einen Holzlöffel kann ich brauchen. Ich verwahre ihn am besten sicher in meiner Gesäßtasche. Und nun zu der Matratze. Ich hätte es wissen müssen. Peter, ihr beiden, was soll die Trödelei? Wir kommen uns albern vor. Na los, tut es für den alten Krabs. Okay. Könntest du uns den Plan noch mal erklären? Klar, aber zuerst legt ihr dieses Parfüm auf. Steaksoße? Also, ihr beiden seid verkleidet als Filetsteaks. Ihr geht da rein und schreit Süßes, sonst gibt es Saures.
Dabei fällt dem Wurm ein, dass er keine Süßigkeiten für Halloween da hat und geht los, welche zu kaufen. Dann nehmen wir die Matratze. Her mit diesem Parfüm. So, nun rein mit euch. Fröhliches Halloween, Thaddeus. Diesmal werde ich mich nicht verletzen. Hey, was? Ist das nicht Mr. Krabs? Ah! Der Dachwurm sieht nicht besonders glücklich aus. Rennen Sie weg, Mr. Krabs. Rennen Sie, als ob Sie nicht im Koma wären. Das ist mein Geld. Oh, mein Geldi, ich verspreche dir, dass ich dich nie wieder alleine lasse. Hey, Mr. Krabs! Nein, Mr. Krabs, wir sind stark. Süße, sonst gibt's auch es. Donnerwelle, ihr seid das? Ich hab euch gar nicht erkannt. Sagt mal, wieso seid ihr als Fleisch verkleidet? Nicht einfach Fleisch, wir sind Filetsteaks. Stimmt's, Thaddeus? Ach was, ich gebe es auf. Ah, nein, geh weg, geh weg! Gleich ist sie fertig, Frau Störke. Deine neue Frisur. So, bitte sehr, Mausilein. Ach, Neptunchen, ist das süß. Ach, arme Mausi, ist die Brille von den Augen gerutscht. Nur gut, dass ich die gleich auch in kleiner gekauft habe. Aha, vielleicht brauchst du ja auch eine Brille, gell? Jetzt sei mal nicht albern, die Leine ist doch nicht zum Essen da. Komm schon, Kumpel. Lass uns doch mal das Cape anprobieren. Junge, sind die Viecher alle aufgebrezelt. Vielleicht sollten wir dich auch noch mit einem schicken Hut aufhübschen. Gary? Oh, danke für den Hinweis. Dein Halsband sitzt so locker. Und jetzt lass uns einen schicken Hut aussuchen. Weiter geht's. Gut, sehen wir uns die Tiere an. Aha. Einwandfreie Stehlänge. Scharniere funktionieren ausgezeichnet. Oh, Pupsi. Exzellente Brauendehnung. Sehr schön definierte Augenblutgefäße. Pupsi sieht so gut aus wie eh und je, Charles. Vielen Dank, sehr freundlich. Na gut, werfen wir auch darauf einen Blick. Ah ja, gute Spannweite des Kehlkopfes, hübsche Magenschleimhäute, alles innerhalb des Rassestandards. Wir haben's im Sack. Nun werfen wir noch einen Blick unter das Häuschen. Gary, was soll denn das? Gary, spuck ihn aus und zwar sofort. Entschuldigung, sonst beißt er nur mich. Mausilein, nicht böse sein, ja? Was haben die Tierchen denn? Was für ein abscheuliches Benehmen. Wenigstens weiß ich, dass du dich nie so aufführen würdest wie dieses Gesindel, nicht wahr, Pupsi? Pupsi? Pupsi! Nein, Mausi! Ah! Nein, warte, tu's nicht! Pupsi, was hast du getan? Was ist nur in euch gefahren? Spricht denn hier niemand schneckisch? Ich kann ein wenig schneckisch. Ich weiß, was Sie sagen. Sie sagen, Besitzer, alle ihr Herrchen und Frauchen, und hört uns endlich zu. Bitte, 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 bitte seid nicht so schrecklich zu uns.
Sie sagen, Sie wollen nicht auf diese Art verhätschelt werden. Sie wollen behandelt werden wie Kameraden und nicht wie Kleiderpüppchen. Sie wollen keine kratzigen Pullöverchen. Sie wollen lieber gekrault werden. Sie wollen nicht durch Föhnfrisuren und Juwelenhalsbänder gedemütigt werden. Und Sie wollen nicht an solchen oberflächlichen und entwürdigenden Schönheitswettbewerben teilnehmen. Das wolltest du mir doch schon die ganze Zeit erzählen, oder? Naja, wird jedenfalls nicht mehr vorkommen. Nun gut, ich glaube, wir sind uns einig darüber, an wen der Züchterpokal dieses Jahr verliehen werden soll. An SpongeBob und sein wunderbares Haustier. Hast du das gehört, Gary? Du wirst ausgezeichnet, weil du Haupt und Stimme gegen das Unrecht erhoben hast. Vielleicht sind diese Schönheitswettbewerbe ja doch nicht so oberflächlich. Ich weiß gar nicht, wovon Sie reden. Ihre Schnecke hat doch nicht gewonnen. Ich bezog mich auf ihr anderes Tier. Der Kleine ist einfach hinreißend. Wuff, wuff. Aufgrund ihres mysteriösen Verhaltens gebe ich ihr den Namen Mystery. Andererseits ist sie aber auch anmutig und majestätisch. Vielleicht nenne ich sie doch besser Anna oder Majestät oder Liesel. Sie muss mein Blumenbuchzeichen gewittert haben. Sie kommt zu mir. Brav, Kleines. Hab keine Angst. Ich bin nur ein kleiner, sprechender Schwamm. Mystery, du darfst noch nicht raus. Wenn der alte Krabs dich sieht, verliere ich meinen Job. Hey, Moment. Du hast bestimmt Hunger. Wie wär's mit einem Snack? Du musst ruhig sein, Kleines, sonst... SpongeBob, was war das? Ist dieses Pferd hier drin? Nein, Mr. Krabs. Ich hab Mystery nachgemacht. Nur so zum Spaß, wissen Sie? Na, daran musst du noch feilen. Das war ja grässlich. Nein, das war knapp. Und jetzt halten wir den Ball flach, klar? Die Bestellung! SpongeBob, wo ist die Bestellung? Guck mal unterm Tablett. Oh, stimmt. Ja, du hast recht. Entschuldigung. Du hast meine Mütze gefressen. Und meinen Pfannenwender auch. Und die ganzen Burgerscheibchen. Und den Herd auch. Und sogar den alten Jenkins. Ich will ja keinem zur Last fallen. Leute, wir haben leider ein klitzekleines Problem in der Küche. Wo sind unsere Burger? Ich hab schrecklichen Hunger. Na los, ich hab nicht so lange Mittagspause. Wo ist überhaupt der alte Jenkins? Hey, ganz ruhig, das Essen schmeckt ja sowieso nicht. Thaddeus, was ist hier eigentlich los? Warum fragen Sie nicht einfach Cowbob Ranchkopf und seinen treuen Begleiter Mister ist alles auf Pferd? SpongeBob, was soll denn der Quatsch mit den Spitznamen? Ich werd wahnsinnig. Mystery hat Bauchweh, zu viele Krabbenburger. Da hab ich ihr eine doppelsaure Soda gemacht. Hab ich was verpasst? So, meine Augen trügen mich also nicht. Trotz meiner ausdrücklichen Anweisung hast du immer noch dieses Pferd. Dann werde ich jetzt diesen Gaul entsorgen, und zwar ein für alle Mal. Nein, Mr. Krabs, trennen Sie mich nicht von Mystery. Ich weiß ja, Sie denken, sie ist nur ein Pferd, aber für mich bedeutet sie viel mehr. Sie hört mir zu, sie versteht jedes Wort, das ich sage, und ich verstehe sie auch. Sie ist mein bester Freund. Wer hat diese Zwiebeln dahingestellt? Sieh sie dir an. Sie vermisst die Weite der Landschaft, die Freiheit der Prärie, die sanften Hügel und wogenden Wiesen. Die Küche ist kein Ort für ein quicklebendiges Pferd. Also gut, Mr. Krabs. Ich hab's verstanden. Hey! Okay, Kleines, du darfst jetzt gehen. Ich kann dich einfach nicht behalten.
Ich weiß, es ist schwer für dich zu verstehen, aber Mr. Krabs hat recht. Du gehörst in die Wildnis. Auf was wartest du eigentlich noch? Siehst du denn nicht, dass ich genug von dir habe? Und jetzt mach, dass du verschwindest, du dummes Tier. Naja, nur ist sie weg und ich werde sie nie wiedersehen. Ist schon gut, Minjung. Du hast das Richtige getan. Jetzt ist sie wieder frei und wir haben auch gar nicht das Recht dazu, ein wildes Tier von seiner natürlichen Umgebung zu trennen. Hey, Mr. Krabs. Ich habe das Gefühl, Mystery hat sich noch einen kleinen Nachschlag gegönnt. Hol das Pferd zurück! Mystery! Spuck's wieder aus! Ich habe eine Überraschung für dich. Ab sofort hast du einen Spielkameraden. Er heißt Flauschi Bauschi und wird dir Gesellschaft leisten, wenn ich bei der Arbeit bin. Dann lernt euch erst mal kennen. Und bin gleich wieder da. Hast du Quallenberger Klopse, Oma? Ist schon Zeit fürs Essen. Irgendwer was ist? Mal sehen, wie meine beiden kleinen Freunde klarkommen. Hä? Das ist ja merkwürdig. War letzte Nacht etwa ein Seebeben? Naja, was soll schon sein? Das ist jetzt komisch. Wow, meine Bibliothek! Meine wertvollen Memoiren von T.S. Heilbutt. Meine Kleider! Das stammt nicht von einem Seebeben. Aber wer macht denn sowas? Es war doch gar niemand hier außer Gary. Er war sicher eifersüchtig auf seinen neuen Freund. Gary, du hast ganz großen Ärger am Haus. Gary? Gary, du schließt sofort diese Tür auf. Gary, hörst du mich? Also schön, Gary. Du lässt mir keine andere Wahl. Hau rum! Gary! Lass Flauschi augenblicklich runter. Du bist ein böser Junge, Gary. Ein ganz, ganz böser Junge. Pui, pui und nochmal pui. Ich hab's dir immer und immer und immer und immer wieder gesagt. Oh, hallo. Bist du ein Freund von Phil Auer? Was soll denn das? Du, so allmählich tut's ein bisschen weh. Und genau sowas habe ich damit gemeint. Flauschi! Flauschi, warte! Also, Gary, ich erwarte eine Entschuldigung. Hey, kleines Würmchen. Itchi, gitchi, kucku. Oh, guck doch, ist der Kleine nicht putzig. Hey, kleiner Kumpel.
998, 999 und 1000. Bereit oder nicht, ich komme. So schnell gemeint. Wir haben dich. Er hat uns gefunden. Freunde sind Freunde für ewige Zeit. Es gibt nichts, was Freunde trennt. Sie halten zusammen, egal was passiert. Sie sind da, dafür sind Freunde da. Freunde da. Dafür sind Freunde da. Freunde da. Dafür sind Freunde da. Freunde da. Dafür sind Freunde da. Ach, das wäre wundervoll, wenn dieser Tag ewig dauern könnte. Ich weiß, was du meinst. Tage wie heute gibt es nur ein- oder zweimal im ganzen Leben. Ich habe jeden Moment genossen. Und das haben wir Wurmi zu verdanken. Das habe ich für ihn gemacht. Unseren neuen besten Freund. Bis morgen, neuer bester Freund. Sei nicht traurig, kleines Würmchen. Wir sind gleich morgen früh wieder da und haben jede Menge Spaß. Warum muss an einem solch schönen Tag eigentlich die Sonne untergehen? Schlaf gut und bis morgen, Wurmi. Sei nicht traurig, Patrick. Es ist doch nur bis morgen. Wurmi! Wo ist Wurmi? Was ist das für ein Ding? Er muss doch hier drin sein. Ich glaube, mit Wurmi ist irgendwas Übles passiert. Er hat seinen besten Freund Orden dagelassen. Was ist das bloß? Weiß ich auch nicht. Aber egal, was es ist, das Untier hat Wurmi gefressen! Warum passiert mir sowas immer wieder? Schnell, rennt alle weg, euch das Monster, das Monster! Euch her! Ja! Ja! Dringende Meldung! Ein gigantisches Monster greift Bikini Bottom an! Reibt er sich weg an! Wir haben's geschafft, mein Freund! Wir haben die Stadt gerettet! Stell dir nur vor, was passiert wäre, wenn wir nicht allen von dem Monster erzählt hätten! Von dem was? Als ob hier ein Tornado getobt hätte. Wo sind denn die ganzen Leute? Hallo, Wurmi. Du solltest dich doch erst entpuppen, wenn ich wieder da bin. Schön rein mit dir, mein Kleiner. Howdy, SpongeBob. Sie hat das Monster gefangen. Ich hätte nie gedacht, dass ihr mich so vermisst. Vielleicht sollte ich öfter ein paar Tage wegfahren.